Heute gibt es ein weiteres sehr leckeres Mante-Rezept, und zwar Chitl-Mante, also knusprige Mante nennt sich das übersetzt. Und der einzige Unterschied hierbei ist auch wirklich, dass die Mantes nicht gekocht werden, sondern wirklich frittiert. Und es ist wirklich so, so, so lecker. Also probiert's unbedingt aus. Jetzt geht's sofort los mit den Zutaten der Zubereitung. Für den Teig benötigen wir Mehl, lauwarmes Wasser, ein Ei und etwas Salz. Hierfür werden alle Zutaten zusammen zu einem geschmeidigen, aber festen Nudelteig geknetet. Das könnt ihr zum Beispiel mit den Händen machen, in der Küchenmaschine oder zum Beispiel auch im Thermomix auf der Teigknetstufe für ca. 5 Minuten. Und anschließend könnt ihr aus dem Teig dann eine Kugel formen und dann abgedeckt für ca. 20 Minuten ruhen lassen. In dieser Zeit bereiten wir dann schon mal die Füllung zu. Hierfür benötigen wir Hackfleisch sowie eine Zwiebel, die habe ich bereits fein gerieben. Wir brauchen Salz und Pfeffer, Paprikapulver edelsüß und Paprikaflocken. Einfach alle Zutaten zusammen sehr gut vermischen und dann schon mal auf Seite stellen. Und für die Kartoffelfüllung benötigen wir mehlig kochende Kartoffeln. Wir brauchen eine Zwiebel, am besten fein reiben oder fein haken. Wir brauchen Olivenöl sowie Paprikapulver edelsüß, Paprikaflocken und Salz und Pfeffer. Die Kartoffeln schälen und dann in reichlich Wasser für ca. 15 bis 20 Minuten weich kochen. Anschließend das Wasser abseihen und die Kartoffeln in eine Schüssel hineingeben und dann mit einer Gabel oder zum Beispiel so wie ich mit einem Kartoffelstampfer gut zerstampfen. Die Zwiebeln werden dann in einer Pfanne zusammen mit dem Öl und den Gewürzen angebraten, am besten auf höchster Stufe, und dann werden zu guter Letzt die Kartoffeln hineingegeben und gut vermischt und einige Minuten mitgebraten. Und schon ist unsere Kartoffelfüllung auch schon fertig. Nach der Ruhezeit den Teig in zwei Hälften einteilen und dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen, etwa 2 mm dick. Hierfür dann am besten zuerst ein Nudelholz und anschließend einen dünnen und langen Ausrollstab verwenden. Dann wird der Teig in ca. 3 cm große Quadrate geschnitten. Als Hilfe verwende ich hier den Ausrollstab und schneide zuerst den Teig waagerecht in Streifen, anschließend nochmal senkrecht in Streifen, und so entstehen dann die kleinen Quadrate. Übrigens müsst ihr hierbei wirklich schnell sein, denn der Teig darf nicht austrocknen, ansonsten ist das Zusammenfalten später schwieriger. Anschließend auf jedes Quadrat etwa 1/4 oder zum Beispiel mit der Fingerspitze der Füllung draufgeben und dann jeweils die gegenüberliegenden Ecken der Quadrate über die Füllung zusammendrücken und dann auf ein leicht bemehltes Tablett oder zum Beispiel auf Backpapier drauflegen. Und da dieser Schritt so zeitintensiv ist, könnt ihr gerne das Rezept zubereiten und die Hälfte zum Beispiel von einem Mante auf Vorrat einfrieren. Aus dieser Rezeptmenge kommen ca. 7 bis 8 Portionen raus. Das heißt, wenn ihr nur 4 Portionen braucht, dann könnt ihr einfach die Hälfte davon einfrieren und die Hälfte einfach sofort zum Verzehr zubereiten. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir ca. die 3- bis 4-fache Menge zubereiten und dann einfrieren. Dafür muss man dann die Mantes auf einem flachen Blech in der Kühltruhe einfrieren, und wenn sie dann ganz eingefroren sind, kann man sie in Gefrierbeutel füllen und die werden dann sofort wieder in dem Gefrierfach verstaut. Und bei Bedarf kann man sie dann sofort weiterverarbeiten. Zum Frittieren benötigen wir eine tiefe Pfanne. Die Pfanne wird mit reichlich Öl befüllt, anschließend auf mittlerer bis höchster Stufe erhitzen. Ich mache das auf Stufe 7 und habe insgesamt 9 Stufen. Dann werden die Mantes darin für ca. 4 bis 5 Minuten von allen Seiten goldbraun frittiert. Anschließend abtropfen lassen und dann auf einen Servierteller geben. Und wir bereiten jetzt schon mal die Buttersoße zu. Für die Buttersoße benötigen wir Butter, Paprikamark sowie Paprikapulver edelsüß oder Paprikaflocken. Und hierfür werden einfach alle Zutaten zusammen in einer Pfanne zum Schmelzen gebracht, und bis sich alle Zutaten gut verbunden haben, und dann können wir schon ans Anrichten gehen. Zum Servieren benötigen wir noch Joghurt, am besten griechischen oder aber Naturjoghurt. Dann könnt ihr noch dazu gepresste Knoblauchzehen hineingeben und mit etwas Salz vermischen. Anschließend auf die Mantes geben und dann kommt die Buttersoße darüber. Ich garniere das Ganze noch mit gehackter Petersilie und schon ist es servierbereit. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Und die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!